Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit. Unter diesem Motto hat der DGB am heutigen Maifeiertag landesweit zu 46 Veranstaltungen aufgerufen. Während die Hauptkundgebung in Karlsruhe stattfand, wurde auch in Reutlingen demonstriert. Am Vormittag versammelten sich die Demonstranten im Bürgerpark bei der Stadthalle. Neben den im DGB vertretenen Gewerkschaften war auch die Partei Die Linke mit am Start. Die auf Transparenten geäußerten Forderungen waren unterschiedlich und reichten von der Abschaffung des Bürgergelds und das Ersetzen durch die Sozialhilfe bis hin zu einer klaren Haltung gegen Rechts- und für Menschenrechte. Das offizielle Motto der Demonstration: stark in Arbeit. Vom Bürgerpark aus ging es die Karlstraße entlang und dann durch die Wilhelmstraße bis zum Marktplatz, wo die Kundgebung stattfand. Diese hatte, wie jedes Jahr am 1. Mai in Reutlingen, Familienfestcharakter. Der DGB-Kreisvorsitzende Matthäus Kakciante begrüßte die Anwesenden und sprach sich unter anderem für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik aus, die den Klimawandel bekämpft, sowie für eine Rentenreform. Oberbürgermeister Thomas Keck hielt ein Grußwort, darin ging er auf den Fachkräftemangel ein und forderte ein neues, modernes Einwanderungsrecht. Man müsse die Türen für Fachkräfte öffnen, so Keck. Hauptrednerin war die stellvertretende Vorsitzende des GEW-Landesverbands, Ricarda Kaiser. Auch in Tübingen und Balingen fanden Kundgebungen statt.